Wir haben jetzt einen Beitrag, das ist kein Mediziner, das ist ein Professor, Doktor und hat studiert Geschichte. Das ist Professor Dr. Stefan Sander-Faes und okay, Klaus Wabrechtshammer zum Beispiel, beziehungsweise Walter Surbeck, wir brauchen einen Arzt vorne an der Bühne, bitte ganz schnell, wenn da bitte der Walter und die Kollegen sich gleich kümmern. Walter Surbeck, bitte sofort zur Bühne. Sonst hupfe ich runter, aber ich sehe jetzt, ist schon ein Kollege da? Nein, Kollegen sind schon da, okay, weil sonst bin ich unten auch. Okay, danke an die Ordner, die eben auch uns heute freiwillig unterstützen. An der Stelle danke, danke, dass Sie uns hier helfen auch, dass wir genau schnell helfen können, wenn Hilfe benötigt wird. Vorne. Ich möchte eben den Professor Dr. Stefan Sander-Faes hier vorstellen. Er ist Historiker und wir haben deshalb gesagt, der Historiker mit seiner Botschaft der Freiheit gehört auch zur Europe for Freedom Kundgebung und besonders in dem Part, wo eben auch die Mediziner sprechen. Weil ich glaube, Geschichte der Medizin und eben Medizin passen gut zusammen. Hier ein Video mit Professor Dr. Stefan Sander-Faes. Dankeschön. Mein Name ist Stefan Sander-Faes und ich richte Ihnen diese Worte aus Norwegen aus. Wir sind hier, um gemeinsam ein Zeichen für Freiheit zu setzen. Denn die Freiheit des Einzelnen, das wird oft vergessen, endet da, wo die Freiheit des Nächsten beginnt. Die Freiheit des Einzelnen ist allerdings auch davon abhängig, vom Nächsten respektiert zu werden, was in den letzten 3 Jahren immer wieder nicht der Fall war. Freiheit, Respekt und Verantwortung gehören untrennbar zusammen. Und das Tragen von Verantwortung bedeutet auch, dies insbesondere von denen, die in unserem Namen regieren, auch tagtäglich einzufordern. Freiheit als täglich bewusst gelebtes Ideal bedeutet, sowohl selbstbestimmt als auch eigenverantwortlich und, wie es Václav Havel so schön formuliert hat, in Wahrheit leben. Danke für diese Botschaft nach Norwegen, wo der gebürtige Österreicher derzeit lebt und arbeitet.